Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wird es kurz, deswegen gibt es kein Intro. Wir werden immer wieder gefragt, ob wir Kunden, Teilnehmer vorbereiten können auf Aufnahmeprüfungen oder auf Leistungstests oder auch auf erste Wettbewerbe. Wenn jemand beispielsweise das erste Mal einen Halbmarathon laufen möchte, einen Marathon laufen möchte oder andere Dinge. Das können wir sehr gut und das haben wir auch schon sehr häufig gemacht. Also ob das jetzt ein Aufnahmetest für die Feuerwehr ist, ob das für die Polizei ist, ob das innerhalb von Polizei oder Bundeswehr nochmal auf eine bestimmte Stelle ist oder auf eine andere Position ist, wo man spezielle Anforderungen erfüllen muss. Das haben wir alle schon gemacht. Ich kann mit Stolz sagen, dass all unsere Probanden ihr gestecktes Ziel auch erreicht haben und damit ihren Test auch bestanden haben in der Vergangenheit. Das ist ein sehr schönes Erlebnis, eine schöne Rückmeldung, so gezielt mit Leuten zu arbeiten und solche Ergebnisse auch zu produzieren. Wenn du ein kleineres Ziel hast, was für dich persönlich auch ein ganz, ganz großes sein kann, ich möchte das damit gar nicht bewerten, wenn du einen Volkslauf machen möchtest, ob das 10 Kilometer sind oder wenn du einen Halbmarathon laufen willst oder auch irgendeinen größeren Bewerb hast, können wir dir auch sehr gerne helfen. Auch deutsches Sportabzeichen, das sind Sachen, die lassen sich sehr, sehr gut trainieren. Da haben wir gute Erfahrungen mit und können dich gut unterstützen mit allem, was wir wissen. Ob das koordinatives Training ist, ob es Beweglichkeitsverbesserung ist, ob das die Kondition ist, die Kraft an sich oder auch bestimmte Anforderungen für bestimmte Übungen, die in dem Test selber erfüllt werden müssen. Da verfügen wir mittlerweile über ein sehr gutes Repertoire und auch über einen guten Erfahrungswert. Ganz wichtig ist, dass du dich rechtzeitig bei uns meldest. Also wenn du schon regelmäßig im Training bist und schon über eine gute Grundlage, über eine gute Fitness verfügst, dann reichen eigentlich bei den meisten Leuten so 12 Wochen Vorbereitungszeit, um nochmal einen Peak zu setzen. Um nochmal richtig gezielt auf diesen Termin hinzuarbeiten. Hast du diese Grundlage aber noch nicht und bist noch nicht so lange im Training drin, dann braucht man wesentlich länger und ja, dann kann ich einfach nur sagen, melde dich so früh wie irgend möglich, melde dich, sobald du weißt, dass du einen Aufnahmetest zu absolvieren hast. Je früher wir anfangen können, die Grundlagen zu legen und die Weichen zu stellen, desto besser ist es, desto größer ist die Chance auf Erfolg. Wenn du nicht bei uns als Mitglied oder Kunde trainierst, dann kannst du auch gerne eine Anfrage stellen. Wir betreuen auch Leute außerhalb des Studios bzw. geben dann auch einen Zeitpass bei uns im Studio, wo man dann gezielt auf dieses Projekt hinarbeiten kann. Auch das haben wir schon gemacht. Schreibst du einfach gerne eine E-Mail an info@fun-physio.de. Ich blende es unter dem Video auch nochmal ein. Unsere Kontaktdaten sind ja da drinnen. Dann kann man darüber gucken, ob man dort zusammenkommt und ob man sinnvoll, effektiv gemeinsam was trainieren kann. Danke, dass du zugeschaut hast. Stell uns gerne deine Fragen in den Kommentaren oder schilder uns deine eigene Erfahrung über Tests und Aufnahmeprüfungen oder Wettkämpfe, sportliche Leistungen, auf die du dich selber schon mal vorbereitet hast. Freut mich davon zu hören. Dankeschön, abonniere unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.